Ja. Hat Klaus recht, Gleichgültigkeit ist keine Option. Wir müssen uns mal wieder aufregen. Mal wieder richtig, mal wieder so nachhaltig. Aber unser Zorn ist ja ruckzuck vorbei. Wir haben so einen Hals, aber nur noch so kurz. Das ist maximal ein Wutquickie. Mehr ist das nicht. Da hat man maximal noch irgendwie so 140 Zeichen ins Internet. Hashtag Menno. Und ruckzuck wird die nächste Sau durchs Dorf, der nächste Hönes durchs Finanzamt oder der nächste Teebass durch den Bischofssitz gejagt. So große Themen, da bleiben wir gar nicht mehr dran. So Sachen wie NSU zum Beispiel. Viele Leute fragen schon, NSU, NSA, sind das zwei verschiedene Gruppen? Ja? Ich weiß nicht, einer von beiden hat mal Motorräder gebaut. So ist das mittlerweile, ja. Hier haben Sie natürlich wirklich dieses Kabarettpublikum, Sie wissen doch Bescheid, NSU, ne? Aber erinnern Sie sich an den Anfang von dem NSU-Prozess? Was für eine Aufregung! Dieser Gerichtssaal in München ist viel zu klein! Das ist ein großer Prozess, da müssen alle Medien rein! Viel zu klein! Wissen Sie, was heute los ist in dem Gerichtssaal? Da wehen die Büsche durch. Ja. Die Putzfrau fragt schon, für wen mache ich überhaupt sauber? Ja. Und im Folge heißt es schon wieder, warte mal, Uwe Mundlos, sag nichts, ich komme gleich drauf. Uwe Mundlos, sag nichts, ich hab's gleich. Uwe Mundlos, das war, warte mal, Uwe, der war mal Trainer bei Arminia Bielefeld. Und das, obwohl jetzt gerade die Untersuchungsergebnisse von dem NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen bekannt geworden sind. Da stehen krasse Sachen drin. Da steht zum Beispiel drin, dass dem LKA Beweise und Fakten teilweise scheißegal waren. Die Ausschussvorsitzende hat ein schönes Wort dafür gefunden. Sie sagte, das sei freiwillige Erkenntnisisolation. Das ist schlecht, oder? Das muss man sich mal vorstellen. Beim LKA gab es freiwillige Erkenntnisisolation. Das heißt, diese Menschen haben mit großer Sicherheit ihren Job verfehlt. Ja? Und noch schlimmer, als LKA war ja Verfassungsschutz. Verfassungsschutz ist Ihnen auch noch ein Begriff, ne? Die FIFA unter den Staatsorganen. Ja, manche Verfassungsschützer waren ja so verwirrt, die wussten gar nicht mehr, welche Verfassung sie schützen, die vor 45 oder die danach. Ja. Aber wo ist denn unsere Aufregung darüber geblieben? Ja, das ist doch nicht weg, nur weil es nicht mehr in der Zeitung steht. Aber nicht, dass Sie glauben, ich mache jetzt hier den Moralischen oder so. Bin doch genauso. Mir geht's doch auch so. Ja? Ich blätter die Zeitung durch und dann lese ich was. Illegale Waffenlieferung der Firma Sig Sauer, Handfeuerwaffen. Illegal. Da denke ich, das kann ja wohl nicht sein, diese Schweine. Oh, es gibt ein neues iPhone. So geht's. Ja? So sind wir. Und es ist ja auch alles irre komplex, das muss man auch sagen. Wir drehen ja durch, weil alles so komplex ist. Es gibt ja durch diese ganze Kompliziertheit überall, gibt es ja schon Menschen, die versehentlich Steuern hinterziehen. Es gibt Geheimdienste, die aus Versehen Freunde ausspähen. Ups, ja. Elite-Soldaten, die aus Versehen in fremde Länder einmarschieren. Ja. Mit dem Fallschirm, oh, Ukraine, shit, TomTom kaputt. Ja. Wenn möglich, bitte wenden. Aber es ist doch so. Es ist ja auch wirklich die Festplatte. Unsere Festplatte ist ja voll. Wir müssten ja auch an so vielen Skandalen dranbleiben. Da hast du ja keinen Überblick mehr. Wir bräuchten sowas. Wir bräuchten eine Wiedervorlagemappe für Skandale. Ja, vielleicht so eine App auf dem Smartphone. Eine Aufregungs-App, wo du morgens einen Hinweis bekommst. Sie haben noch 6 ungeklärte Skandale. Wollen sich alleine aufregen? Wollen sich alleine aufregen oder Freunde einladen? Sowas also. Das müsste ein Trend werden. Social Echauffeering. Ja, dass wir den Freunden, wenn irgendwo der Zorn ausgeht, dass wir uns gegenseitig hochputschen, dass wir dranbleiben. Dass es nicht in 3 Monaten heißt, ISIS, waren die nicht mal Vorband bei Coldplay? Oh, es gibt eine neue Uhr von Apple. Dass es besser ist. Dass es besser ist als in Thüringen, als es in Thüringen gewesen ist. In diesem Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses, da steht drin, es hätte in Thüringen organisierte Nichtverantwortung gegeben. Und das ist typisch deutsch, oder? Organisierte Nichtverantwortung. Wenn wir Scheiße bauen, ist sie perfekt organisiert.